Halli und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde RimWorld. Oh, was ist das für eine Begrüßung? Herkules ist der Meinung, dass ihr in eurer Gemeinschaft einen Namen geben solltet. Ozean der Zimmermänner. Ja, warum auch nicht, okay. Da es so aussieht, als würdet ihr eine Weile bleiben, schlägt Herkules auch einen Namen für den Ort vor Shimston. Ja, okay. Das ist zwar hier der, gerade einen Zusammenbruch hat, der Herkules. Aber der wird sich schon wieder einkriegen. Und wir gucken mal, was der Rest unserer Kolonie hier so macht. Der Nate ist am Essen. Die Heldschirm ist, jetzt auch am Essen. Unsere Lukas. Hat denn jeder von unseren Kolonisten eine Waffe? Meine Aufnahme ist wieder mal ein bisschen her. Der Nate hat, glaube ich... Ich glaube, der Nate verweigert. Genau. Aber Dark Eye hat eine Waffe, sie hat eine Waffe und der Herkules ist gerade durchgedreht. Müssen wir nochmal gucken, dass der vielleicht auch noch eine Waffe bekommt. Ich glaube, der hat keine. Nee, der hat noch keine. Der hat einen Stahlspeer. Party, es findet eine Party statt. Haben wir denn einen Partyplatz? Nee, wir haben gar keinen Partyplatz. Dann sollten wir vielleicht mal ganz schnell einen Partyplatz herstellen. Ein Partyplatz gibt's, glaube ich, bei Diverses, ja. Den machen wir mal dahin, den Partyplatz. So, das ist doch schön, wenn unsere Kolonisten hier eine Party feiern. Die Lukas ist hier gut am Bauen. Wie sieht es mit unserem Husky aus, mit dem Training? Der ist prima trainiert. Unsere Kolonisten haben Hunger. Wieso kocht unser Koch denn nicht? Ich glaube, wir müssen hier auch noch ein bisschen was verändern. Wieso ist das rot? Ah, das habe ich vergessen zu erwähnen, liebe Leute. Es ist eine neue Version von RimWorld draußen. Und keine Ahnung, warum das jetzt hier rot ist. Kann ich euch momentan nicht sagen. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das auch in die Kommentare. Kam gerade erst heute Morgen die neue Version. Deswegen habe ich mich noch nicht damit auseinandergesetzt, was jetzt neu ist. Auf jeden Fall wollte ich mal gucken, wer hier kocht. Der Nate kocht. Ja, da müsste der doch eigentlich auch kochen. Aber ich glaube, er stellt auch was her, oder? Nee, der macht nichts im Moment. Nate, kochen. Kochen ist hier angesagt jetzt. Ist wichtig, sonst haben doch die Kolonisten kein Essen, wenn du dich da nicht drum kümmerst. Und wer ist hier in der Nähmaschine? Also wer ist fürs Schneidern zuständig? Keiner. Auch der Nate. Im Grunde. Aber das geht ja so nicht. Ja, das müssen wir ein bisschen... Ich glaube, da müssen wir ein bisschen austricksen. Vielleicht kann die Sulle das machen. Ist halt ein bisschen blöd, dass von den anderen hier... Vielleicht kann die Sulle das ein bisschen auf Priorität 3 machen. Wenn die sonst nichts zu tun hat, dann wird die das vielleicht dann machen. Wird die sich dann vielleicht darum kümmern. Ich glaube, dann machen wir bei der Sulle auch das Handwerk noch auf 2. Oder auf 3 besser. So, der Nate kochte. Jetzt wird's langsam, Leute. Ich glaube, wir kriegen das schon hin mit unserer Kolonie. Unser Mais müsste doch fast schon fertig gewachsen sein. Der Dark Eye ist im Forschen. Wir haben zerrissene Kleidung, aber ich glaube, da können wir nicht viel gegen machen. Der Herkules hat Hunger. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof.
Hier, wie sieht's mit dem Gefangenen eigentlich aus? Ist da alles richtig eingestellt? Jawohl. Da haben wir auch Chancen, würde ich sagen, den zu bekommen. Und hier sind ein paar Bauteile, die möchte ich dann auch mal bei Gelegenheit abbauen. Wir könnten hier notfalls ein zweites Gefangenenzimmer draus machen. Da können wir mal bei Gelegenheit zubauen. Aber wir haben ja hier noch eins in Reserve. Ich denke, das passt dann schon. Jetzt bekomme ich erstmal einen Werkzeugschrank. Das ist schön. Was ich aber wichtig finden würde, wäre ja eigentlich, dass die hier mal kein Material Kalksteinblöcke. Das ist natürlich doof. Dann bearbeite doch bitte erstmal Steine. Du kannst es doch nachher weiter Bergbau machen. So, ja, ich glaube, das ist ganz gut. Wenn wir uns da erstmal drum kümmern, wir brauchen, glaube ich, noch eine ganze Menge Kalksteine. Wir haben ein paar Marmorblöcke. Feldarbeit ist auch angesagt. Ich hoffe, dass unser Hund jetzt hier ein bisschen mit anpackt und das reinträgt. Der Nate holt sich aber auch zum Kochen schon. Das ist super. Und der Herkules ist immer noch... so langsam wird es ein bisschen... Der müsste sich jetzt mal langsam einkriegen, weil der verhungert halt schon. Zusammenbruch schwer. Der Nate, warum denn? Ach, es ist auch noch heiß. Okay, fühle mich entsetzlich. Ja, aber in der Nacht müsste er sich doch eigentlich... Die haben doch schon Klimaanlagen. Hier funktioniert es halt nicht, in dem Raum, wo der Nate ist, weil hier die Wand nicht richtig gebaut ist. Bitte, Lukas, bau zuerst da. Das ist viel wichtiger. Ganz im Ernst. Ist wirklich viel wichtiger. Wieso baut sie das nicht fertig jetzt? Ich verstehe das nicht. Bau das doch mal. Bau das doch bitte mal fertig. So, ich hoffe, es wird jetzt. Ja, nice, danke. Okay. So, und dann, dann trag doch die Kartoffeln bitte erst rein. Das macht ja zwar auch der Grau, unser Husky, aber ich glaube, schaden kann es nicht, wenn man da ein bisschen hilft. Der Nate hat so schlechte Laune. Hm, vielleicht reicht die eine Klimaanlage nicht für den großen Raum hier. Ist möglich. Temperatur ist bei 37 Grad, sollte aber in Ordnung sein eigentlich. Also sollte nicht zu heiß sein. Zurückgewiesen von Hellschirm. Ja, da können wir natürlich nichts gegen tun. Heiß, Vergnügungsmangel, geteiltes Bett. Jo. Unsere Abfallzone ist viel zu klein, bemerke ich. Ich glaube, die müssen wir mal ein Stück erweitern. Vielleicht können wir diese hier noch wegtragen. Und dann würde ich gerne mal gucken, wie groß ist denn unsere Heimzone. Weil ich würde das hier gerne noch dazu nehmen, zur Heimzone. Bisschen weiter. Dass die auch den Dreck da wegmachen. Und den Dreck auch. So, und das könnten wir dann vielleicht auch wegtragen erstmal.
Erschöpfung, wo ist hier Erschöpfung? Herkules, ja dann. Aber irgendwie, wenn er wenigstens zusammenbrechen würde, dass wir ihn retten könnten, ne? Das wäre ja schon. Würde ja schon ein bisschen helfen, aber so können wir nur zugucken. Der soll sich jetzt mal wieder einkriegen und sich dann mal nützlich machen. So. Erschöpfung, Hunger, Betten benötigt. Betten benötigt. Ja, da bleibt mir aber nichts anderes. Als das wird meine Kopie bauen. Wie kann man keine Kopien mehr bauen, oder? Ich könnte doch immer so Kopien bauen. Gut, Möbel. Möbel? Kommode. Das ist neu. Macht die nahestehenden Betten ein wenig gemütlicher. Mehrere Kommoden nahe dem gleichen Bett haben keinen Effekt. Okay. Strom. Aber wieso gibt es jetzt keine Möbel mehr? Muss man irgendwie die Möbel erforschen oder so? Also die Betten? Diverses Grab, Werkzeug, Strom, Produktion, Strukturen, Möbel. Hier gibt es keine Betten. Hau mich doch. Ich weiß ja nicht, wie man hier... Es gibt Schlafplätze. Es gibt ganz viele verschiedene neue Tische. Es gibt Nachttisch. Macht die Betten auch gemütlicher. Vergnügen. Es gibt auch bei Vergnügen einen Pokertisch. Der ist auch neu. Jetzt muss ich doch mal hier ein bisschen gucken, Leute. Kraftstoffgenerator, der ist auch neu. Man kann ja auch Kraftstoff herstellen. Und jetzt kann man auch mit dem Kraftstoff dann Generator betreiben. Das finde ich ganz cool. Produktion. Da ist jetzt, soweit ich sehen kann, erstmal nichts Neues. Jetzt gucken wir uns mal die Forschung an. Teufelsgarnpilz, braun, Schlafsäcke. Nee, Leute, man muss das jetzt echt erforschen. Ja, dann aber schnell. Dann springen wir hier mal super sofort auf die Betten, weil sonst können wir ja hier keine Betten erforschen. Aber dann haben wir ja ein echtes Problem. Ich glaube, dann machen wir das mal so. Aus der Not heraus. Dass wir hier mal einfach so ein Bett installieren, das wir noch im Lager haben. Da wäre Glück, dass wir hier schon Betten haben. Und das nicht erst noch erforschen müssen. Die Besuchergruppe Violette Forelle Toxus von der Fraktion. Okay. Mit denen können wir ein bisschen handeln. Vielleicht können die uns Betten verkaufen. Nein. Echt jetzt? Der Herkules. Um den mache ich mir ja richtig Sorgen. Ah, jetzt hat er sich beruhigt. Guck mal. Charakterbedürfnisse. Jetzt hat er erstmal was gegessen. Was macht er jetzt? Jetzt geht er schlafen. Ja, das ist eine gute Idee. Das soll er machen. Dass die Erholung sich erstmal auffüllt. So, aber welcher unserer Freunde hat denn jetzt hier die besten... Verrücktes Tier, nein. Was, wo? Ah, da können sich die Besucher mit rumschlagen. Von uns sind, glaube ich, gerade keine draußen. Na doch, sie. Okay. Dann versuchen wir ihn mal in Empfang zu nehmen. Überfall. Ja, was noch alles? Okay. Er hat eine Pistole. Er hat Messer. Kommen die jetzt sofort? Ja, den Herkules können wir nicht, auf den können wir nicht zählen. Der muss sich um sich selbst erstmal kümmern. Sie hat mit dem Skarabäus zu tun.
Nee, das ist echt hier. Geh bitte einfach rein. Ah, sie kommt nicht durch die Tür. Ich weiß nicht, kann sie das machen? Kann sie das? Nee, das kann sie nicht. Ja, dann soll sie essen. Sollen sich doch die Raiders und die Besucher mit dem Skarabäus ärgern? Aber die Raiders, die kommen noch gar nicht. Also ich glaube, der geht jetzt die Besucher angreifen. Könnte sein. Nee, er greift die Tür an. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Er hat nichts. Sie hat eine Pistole. Was macht der Skarabäus jetzt? Geht er woanders angreifen? Kann er ruhig. Die kommen noch nicht. Ich hoffe, dass wir, ja, mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie hin, meine lieben Freunde. Es gibt so viele neue Sachen. Ich bin gespannt, wie sich das auswirkt. Der Herkules hat natürlich immer noch hier Stress, aber es wird schon langsam besser. Der müsste sich dann irgendwie ein bisschen vergnügen. Der soll also einfach machen, was er dann möchte. Damit er uns nicht sofort wieder zusammenbricht. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn unsere Kolonisten aufstehen, dass wir dann halt abwehrbereit sind. So, die Sulle steht jetzt nämlich auf. Geht aber erstmal was essen. Da kann uns der Skarabäus nichts tun. Lukas steht auf und geht auch in dieselbe Richtung. Möchte auch was essen. Die Besucher verlassen die Dings. Okay. Schön in Hab-8-Stellung. Ich denke mal, dass die Besucher sich jetzt gleich mit dem Skarabäus schlagen. Nicht einmal. Super. Okay. So. Das wäre erledigt. Den haben wir zumindest schon mal. Und jetzt starten die Piraten ihren Angriff. So, meine lieben Freunde, ich mache hier jetzt erst einmal einen kleinen Cut. Wir werden uns anschauen, wie der Piratenangriff abläuft in der nächsten Folge. Ich sage euch erstmal bis dahin tschüss und bye bye. Eure Kalugia, schaut wieder rein. Habt viel Spaß auf YouTube.